Herzlich willkommen zum neuen Camp Cooking. Heute mal aus dem Urlaub heraus. Naja, ich habe eine Woche ohne Frau Bremen, die hier arbeiten. Also ich habe eine Woche ohne Frau Bremen. Da steht sonst ihr Auto. Und jetzt gehen wir mal zur Hütte. Lukas und Mikey. Hier. Schön alles neblig. Und ich sehe auch schon aus wie ein ungemachtes Bett. So, jetzt gehen wir in die Hütte. Ich habe Hunger, Frühstück. Bin aber schon, jetzt haben wir acht, kurz vor acht. Ich bin aber schon seit 4 Stunden auf dem Bein. Frau Bremen ist früher arbeiten. Also, war ich schon Mittagessen. Für mich. Okay, bis gleich. Oh, na Jungs, auf euch hätte ich ja jetzt gar keinen Bock. Alle eure Arbeitsbedingungen. Nö, nö. Ich hab Urlaub. Schön. Aber in die Hütte, die hört man wahrscheinlich noch bis tief in den Wald. Und genau mein Wetter. Geil. So, wenn ihr mal seht, da unten der kleine Palast. Das ist nicht unser Haus, sondern das den Nachbarn, die oben drüber gebaut haben. Von da kommt der Krach her. Wir gehen noch ein bisschen weiter hoch. War mein Spazierweg mit Mikey und Lukas heute Morgen, ein paar Kilometer. Und hier haben sie ganz kurz innegehalten. Dann kommt hier diese Ecke. Ich hatte meine Stirnlampe dabei, oder an. Die habe ich jetzt immer noch dabei. Seht ihr hier die Spuren? Da stand hier ein Riesenhirsch. Mikey und Lukas nicht angeschlagen, gar nichts. Die haben mich nur blöd angeguckt. So was. Gemütliches Volk. So. Jetzt gehen wir da hoch. Da irgendwo. In der Pampa. Ist die Hütte. Und dann gibt es wieder so eine Art Erbswurstsuppe. A la Arthur. Mit dies, das und jenem. Leider hört man wahrscheinlich den Bagger da unten. Naja, scheiß Hund drauf. Irgendwo in Deutschland bist du immer nicht allein. Wie gesagt, das ist genau mein Wetter. So, noch ein bisschen Wasser dabei. Haben wir dann diesen Zero Rice. Ich mach mal gerade eine Einblendung hier, damit ihr da seht, was hier auch sonst so alles drin ist. Dann habe ich hier eine Tupper. Eine Mischung aus Beef Jerky und Röstzwiebeln. Geliebte Erbswurst. Seit 1889. Ich will mal langsam meine Halskettchen ablegen. Auch so. Oder man kann auch sagen, hier noch für Karneval. Taschenmesser haben wir heute. Das Ganze dabei. Kann ich jetzt hier bei den Lichtschalten. Also für euch ist es besser. Ich kann es hier kaum lesen. Beschreibung. In den Link habe ich auch schon ein Video zugedreht. Zu der Phoenix auch. Gedreht wird jetzt bis auf die Auflage von meinem Telefon mit immer demselben kleinen Selfie-Stick mit Tripod. Link in die Beschreibung, falls es euch interessiert. Davon habe ich mittlerweile 3. Eins zu Hause, eins bei Frau Bremen und eins an der Hütte. Ne, 4. Und eins noch im LKW. So, was haben wir noch dabei? Ich habe den Löffel vergessen. Ich glaube es ja nicht. Ich habe den Löffel vergessen. Ich habe den Löffel vergessen. Und einen Göffel habe ich jetzt nicht dabei. Blöd, Mann. Müssen wir wieder improvisieren. So, wenn du den Löffel vergisst, dann muss halt schnitzen. Nehmen wir uns hier sowas. Das ist übrigens mein Bittermännchen-Hobo. Das müsstet ihr noch kennen. Wo hier ist die Seite? Da kommt jetzt erstmal ein bisschen Wasser rein. Ins Töpfchen. Also funktioniert immer noch. Sehr gut. Ein bisschen runter schwenken.
Nach oben ein fast geschlossenes System. Das heißt, im Prinzip müsste das schnell. Ich glaube, ich nehme mal Mora 510 Black zum Schnitzen. Das geht schneller. Also jetzt in der kurzen Zeit mir einen vollständigen Löffel zu machen, wird nicht funktionieren. Ich mache mir also eher so eine Art Spatel. Eine kleine Einbuchtung. Kaffee haben wir auch dabei. Selbstverständlich. Carlos. Dann mache ich erstmal ein bisschen Wasser, damit ich mir ein bisschen Kaffee machen kann. Jakobs 3-in-1. Oh nein, von all diesen Sachen ist nichts gesponsert. Gar nichts. Nur mal hier meine schicke Kette hier abhängen. Also ich versuche hier mit dem eine leichte Ausbuchtung zu kriegen, damit ich ein bisschen Suppe da reinkriegen kann. Ein bisschen weg. Oh, wird Frau Brehm wieder meckern. Du riechst nach Rauch. Hm. Kleine Kuhle haben wir hier schon, weiß nicht, ob man die sehen kann. Das hier nochmal ein bisschen abrunden. So, noch Wasser für Kaffee. So, genug. Machen wir uns erstmal Kaffee. Was ich wirklich nicht mag an diesen Kaffeepäckchen ist, hier ist der Ternotch, also der Aufreißhaken, das Aufreiß, der Ternotch. Und dann haben sie, wenn man also nach hier nach da reißt, ist hier die Falz nach da gedreht, wo die Notch ist. Warum nicht nach da? Wird auch einfacher aufzureißen, weil hier bleibst du ständig dran hängen. Ich verstehe das nicht. Deswegen. Na, unter was lasse ich das Video laufen? Journal of the Cabin oder Camp Cooking? Ich glaube beides. Schreibe ich beides in die Beschreibung rein oder in die in den Titel. Camp Cooking, Journal of the Cabin. Also kommt Knorr, Erbswurst rein, meine Mischung und diesen Zero Rice. Den habe ich neulich schon mal probiert.
sehr geil. Jetzt bei Action Markt. Ich schmacke noch ein bisschen um meinen Löffel rum. Ist natürlich jetzt nichts Irres, nichts Dolles, das wird kein perfekter, aber zumindest ein bisschen zum Rauslöffeln. Also ein klein bisschen gibt es schon. Oh, der Geruch von Feuer. Achtung, aufpassen, Kinder nicht nachmachen. Ich mache das aber mit Bedacht. Ja, also das ist nichts für Kinder ohne Erfahrung mit Esserschnitzereien, wie der Felix immer sagt. Wer schnitzt, der sitzt. Oh, ich sitz. So, so langsam fängt es da oben an zu köcheln. Ich denke, die kleine Ausbuchtung hier, die reicht mir schon zum Essen, zur Essensaufnahme. Ein bisschen vorne rund machen. Acht Uhr, glaube ich. Montagmorgen, der 4. Oktober. Glaube ich. Gelbe Erbswurst. Schon ist das gewackelt, aber ich muss ja mal ein Vorschaubild machen, ne? Ich liebe Kirschen. Liebe Kirschenglocken, den Geruch von Holzfeuer. Vielleicht doch nur eine zweite reingeben, eine halbe. Ein bisschen umrühren, damit das nicht klumpt. Sieht schon recht gut aus. Guck mal. So. Ja. Hier noch ein bisschen Wasser bei. Dann hier habe ich es auch weggeschüttet. Dann kommt meine Mischung hier zu. So sieht die jetzt aus. Seht ihr das? Thank you.
Dann gehen wir schon mal direkt die Zero Rice Nudels, ne, nicht Nudels, den Zero Rice. Mein Gott, was ist denn los heute Morgen? Den gibt es im Actionmarkt, falls jemand fragt, für, ich glaube, 100 Euro oder so irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe bestimmt 10 Tüten zu Hause davon. Der ist ja nochmal doppelt eingepackt. So sieht der aus. Alles will ich jetzt nicht essen, das halte ich mir auch für später. Nur so ein bisschen. Ein bisschen rühren. Dann ist schon fast fertig. Nur noch ein bisschen ziehen lassen. Achtung, wenn es wackelt. Und der schönste Löffel der Welt, aber funktioniert. Das ist das Wichtigste. Und das ist dann übrigens das, was die Leute mal als Bushcraften verstehen. Aus Holz etwas herstellen. Übrigens ein Stückchen Holz, das kann man dann anschließend da reinlegen. Ein bisschen heizen. Ich liebe das. Was die Leute unter Bushcraften verstehen, dabei heißt es Woodcraft, nämlich aus Holz etwas herstellen. Zum Beispiel aus einem ziemlich simplen Stück Holz. So eine Art Löffel. Also ich hätte jetzt, wenn ich ein bisschen Zeit hätte, würde ich es ein bisschen ordentlicher machen, aber man könnte es als Fressspachtel bezeichnen. Hauptsache funktioniert. Schön hat, gibt es keinen Sonderpreis. Zumindest nicht hier bei uns. Wir sind nicht im Schnitzkurs von Daniel Blödmann und wie sie alle heißen. Sag mir doof. Nee, Frank, blöd heißt er. Oder? Wie heißt er? Egal. Übrigens, wenn ihr mal irgendwo Survival-Kurse machen möchtet, informiert euch über den wahren Beruf des Survival-Lehrers, wenn ihr auf einer Palliativstation arbeitet, das heißt Menschen totpflegt. Könnte der Nebenjob den Hauptjob ein bisschen unterstützen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Also aufpassen. Nur so eine Vermutung oder so ein Gedanke.
Okay, der funktioniert. So, machen wir gerade ein Vorschaubild. Mann. So, noch kurz den Kaffee umrühren. Noch ein bisschen Feuer angestockt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt diesen Fittermännchen-Hobo habe. Weil der funktioniert, der steht hier das Aluminium rostet ja nicht, ne? Macht einen guten Job, wie ihr seht. So, Prost Carlos. So, und jetzt gibt es das Suppen. Mit meinem eben schnell zusammengewurstelten Löffelchen. Holzlöffel. So, jetzt aber. Funktioniert? Natur, Feuer, Suppe, bisschen geschnetzt. Ein bisschen Jacki. So, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und mir gilt. Ich hoffe, mein Jod schmeckt gut. Tschüss.